Guten Tag, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren. Psalm 23, ein Psalm Davids. Die Überschrift: Der Herr ist mein Hirte. Wo wurde dieser Psalm nicht schon vorgelesen und von Brüdern ausgelegt und gepredigt auf eine Hochzeit, auf eine Geburtstagsfeier zu unterschiedlichen Anlässen? Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit sanft saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor Augen meiner Feinden. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Wie wunderbar ist dieses Bild von Gott als Hirte. Und auch in der Corona-Zeit, und darum habe ich ganz bewusst heute Nachmittag diesen 23. Psalm genommen, auch in dieser Corona-Zeit dürfen wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, Gott ist der Hirte. Und liebe Seele, ich möchte dich zu diesem Hirten einladen, dass er dein persönlicher Hirte wird. Vielleicht hast du diesen Psalm schon gehört, vielleicht hat die Oma dir den zur Konfirmation gesagt oder auf einer Karte geschrieben, vielleicht deine Großmutter zur Hochzeit: Der Herr ist mein Hirte. Und das ist so wichtig, dass du für dich persönlich das sagen kannst. Dass du wirklich gewirkt durch den Heiligen Geist, durch wahre Reue und Buße, durch die enge Pforte gegangen bist, aus Gottes Gnaden und Erbarmen den rettenden Glauben ergriffen hast und du sagen kannst: Ja, der Herr ist mein Hirte, und darum, weil er mein Hirte ist, darum leide ich keinen Mangel. Und was macht dieser Hirte? Wo bringt er dich und mich hin? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Ja, er weiß, was wir bedürfen. Er weiß, was wir brauchen. Dieser Hirte führt uns zu diesen Stellen, wo wir ausruhen dürfen, wo wir frisches Gras bekommen. Dieser Hirte, der wartet bei uns und auf dich in deiner Gebetskammer und will dich zu diesen neuen Weiden, zu diesem Gras führen, damit du aus der Gebetskammer anders rausgehst, als du in dieser Gebetskammer hineingegangen bist. Und er stärkt und erfrischt meine und deine Seele, er führt mich auf rechten Weg. Auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Gott sagt: Ich führe dich und leite dich auf diesen schmalen Lebensweg. Nur der Glaubensweg ist sicher, nur der Weg, der von Gott ausgesucht wurde für uns. Und das ist dieser schmale Lebensweg. Ich gehe den schmalen Lebensweg. Das ist der Weg, der sicher ist. Auf diesen Weg dürfen wir ausruhen. Auf diesen Weg dürfen wir für Christus wirken. Auf diesen Weg dürfen wir wissen: Ist Gott mit uns? Ist Gott, ist der Vater im Himmel unser guter Hirte? Warum dürfen wir zu ihm Vater sagen? Weil er das für uns bewirkt hat, indem er für uns zur Sünde wurde, obwohl er mit Sünde nichts zu tun hatte, unser Herr Jesus Christus. Und er verbürgt mit seinem Namen, dass er unsere Seele erfrischt. Auch zur Zeit der Corona-Krise.
erfrischt er unsere Seele. Und dafür verbürgt er sich und da gibt er seinen Namen. Da ist so, als ob er mit seinen Namen einen Stempel setzt und sagt, ich erfrisch dich, meine Seele, vertrau nur Christus allein. Und er sagt, dieser 23. Psalm, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgehen, da ist Gott, da ist dieser Hirte und er geht mit dem Hirtenstab hinter uns nicht nur her, er ist hinter uns, er ist über uns, er ist an den Seiten von uns und er ist vor uns. Und sein Hirtenstab, wenn wir den sehen, der Hirtenstab, das Wort Gottes, gibt uns Trost. Gibt uns Trost, dass Christus bei uns ist, dass Christus mit uns ist und dass Christus durch den Glauben, durch den rettenden Glauben in uns ist. Auch dieser 23. Psalm hat seine volle Bewandtnis und seine volle Gültigkeit auch zu der Zeit der Corona-Krise. Er führt uns, er lädt uns ein und deckt mir den Tisch, selbst vor Augen meiner Feinden. Er wird uns sorgen, er wird uns versorgen. Das hat Georg Müller erlebt, das haben die Glaubensväter der Reformation erlebt. Gott sorgt für uns. Was braucht unser geliebtes deutsches Vaterland, unsere Heimat, deutsche Heimat? Wenn es eines braucht, dann ist es eine neue Reformation, eine Hinwendung zu Gott. Dass wir wieder in Deutschland allgemein diesen Stab, dieses unfehlbare Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist, erkennen. Dass wir uns wieder lernen in Gottesfurcht. Dass das deutsche Volk wieder lernt, sich vor Gott zu beugen. Und du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Wie hat Gott uns geehrt? Das ist eine Frage, weil hier es heißt, du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Durch was, entschuldig bitte, durch was hat uns Gott geehrt? Wenn einer sagt, Gott hat uns geehrt, ja, durch seinen Sohn. Weil er uns seinen Sohn gegeben hat und weil wir hier im ersten Buch Mose Kapitel 3 nachlesen können, seit dem Sündenfall, in dem wir von Gott uns getrennt haben, in dem Geist, Körper und Seele voneinander getrennt wurden. Und seit dieser Zeit wir tot in Sünden sind und jetzt gibt uns Gott, ehrt uns Gott, indem er uns seinen Sohn gibt. Dass sein Sohn für uns Mensch geworden ist, Fleisch angenommen hat. Und das Wort wurde Fleisch, sagt uns die Bibel. Und dass dieser Sohn für uns ans Kreuz gegangen ist. Es mag für manche theologische Ausrichtung sagen, Kreuz, 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 immer das gleiche, Arno. Aber wenn die Reformatoren sagen, die ganze Theologie ist eigentlich eine Kreuzestheologie, so wie ich es eben vorgelesen habe, dann tue ich mich recht wohl dabei fühlen, dieses Wort vom Kreuz immer wieder in aller Deutlichkeit zu predigen, predigen zu dürfen. Und der letzte Vers, da heißt, oder du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Hier kann man in diesem heiligen Wort Gottes, da wird der Becher immer wieder so gefüllt, dass man manchmal sagt zu dem Herrn, oh, er fließt über. Dr. Martin Luther hat einmal gesagt, ich gehe durch den Garten, die Bibel ist wie so ein Garten, und dann schüttle ich einmal an den Baum und dann schüttle ich an den Baum und immer wieder fallen edle Früchte herunter. Vers 6, da heißt es, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Nur Güte und Gnade. Seit man die Rechtfertigung begreifen darf, seit ich diese Rechtfertigung aus seiner Gnade verstehen darf, mit Kopf, Verstand und Herz, da kann ich das nur dick unterstreichen, was hier steht in seinem heiligen Wort. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Der Herr segne sein Wort, denn sein Wort ist und bleibt die ewige Wahrheit. Amen.